Padrebi ist ein Pokémon mit dem Typen Käfernflug, existiert seit der 4. Spielgeneration und weibliche Exemplare können sich zu Panweisel weiterentwickeln. Padrebi ist ein recht kleines, bienenartiges Pokémon mit einem hauptsächlich gelben Erscheinungsbild. Es besteht aus 3 Bienenwaben mit je einem Gesicht, wobei die untere Wabe durch einen roten Strich auf der Stirn kenntlich macht, ob es männlich oder weiblich ist. Diese Wabe hat außerdem noch ein kleines Hinterteil mit einem schwarzen Streifen. 2 dünne schwarze Fühler ragen an den Stirnen der oberen Waben hervor. Es verfügt ebenso über 2 lange durchsichtige Flügel, die von einer orangen Halbgruppe ausgehen und die Shiny-Variante ist orangenfarben. Mit seinen Typen, beziehungsweise nicht mit seinen Typen, durch seinen Levelaufstieg kann es Attacken wie Windstoß, Lockduft, Käferbiss und Käfertrutz erlernen. Seine Fähigkeit ist das Honigmaul und dadurch kann das Pokémon gelegentlich Honig aufsammeln, hat allerdings innerhalb des Kampfes keinen Effekt und die versteckte Fähigkeit ist Übereifer, wodurch der Angriffswert erhöht wird, aber die Genauigkeit gleichzeitig gesenkt wird. Wadribi lebt mit vielen Artgenossen und einem Hornweisel, welches als Königin fungiert, in großen Gemeinschaften zusammen. Das Kleinbienen-Pokémon gilt als besonders ehrensig und fleißig und sammelt vom Morgengrauen bis in die Abenddämmerung Blütenhonig, die es zu Hornweisel bringt. Wadribi sind sehr gesellig. Direkt bei der Geburt finden sie sich zu Trios zusammen. Sie trennen sich nie, auch wenn jedes leicht andere Geschmäcker beim Honignaschen hat. Nachts kuscheln sich hunderte von ihnen in riesige Kolonien aneinander und schlafen dann gemeinsam im Bienenstock. Ihre natürlichen Feinde sind Pokémon wie Moterpel, die es auf den süßen Honig abgesehen haben. In freier Wildbahn ist Wadribi meistens an Bäumen zu treffen, manchmal auch im hohen Gras verschiedener Routen. Wadribi stellt dabei den ersten Teil der 2-stufigen Entwicklungsreihe dar und kann sich in seiner weiblichen Form zu Hornweisel weiterentwickeln. Durch die Entwicklung wird es 4-mal größer und 7-mal schwerer, während sich das Pokémon aus einer Bienenwabe in eine Bienenkönigin verwandelt. Hornweisel verfügt nun über klar definierte Körperpartien, wobei der Kopf am meisten davon betroffen ist, da er im Vergleich zu seiner Vorentwicklung aufwendiger gestaltet wurde. So unterstreicht sowohl die Anspielung auf einen Helm als auch das Kleid die Rollen, die dieses Pokémon einnimmt. Hornweisel ist eine Bienenkönigin und Wadribi nur eine Arbeiterbiene. Es erlangt demzufolge auch einen höheren Rang in seiner Kolonie. Dabei wird die Entwicklung dementsprechend auf Level 21 ausgelöst, aber wie gesagt nur bei weiblichen Wadribi. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampf- und Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Elektro- und Eisattacken, vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.